Gestern war Schweinfurter Nachrichten-TV für Sie im Bauhof in Schweinfurt. Dort fand die alljährliche Fundfahrräder-Auktion statt. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Fahrradversteigerung am Servicebetrieb Bau und Stadtgrüne im Jahr 2015. Dieses Jahr haben wir gleich eine Neuerung. Der Herr Paul, der das sonst immer macht, sieht anders aus. Mein Name ist Rehberger Andreas, ich bin der Abfallberater der Stadt Schweinfurt und ich mache das heute auch zum ersten Mal. Also bitte nicht gleich mit faulen Obst bewerfen, wenn was nicht funktioniert, sondern zeigen Sie ein bisschen cool an. Was machen wir heute? Wir versteigern Fundfahrräder, die in der Stadt Schweinfurt abgegeben worden sind und nicht abgeholt worden sind. Ich bitte Sie, Sie haben jetzt eine Stunde Zeit, sich die Fahrräder anzusehen. Wenn Sie ein Fahrrad haben, das Ihnen gefällt und Sie möchten das ersteigern, durch deutliche Handzeichen das Ganze auch kenntlich zu machen. Also bitte nicht oder irgend sowas, das verstehe ich nicht. Zeigen Sie es mir ganz einfach, dass Sie das Fahrrad haben möchten, dass Sie dort Ihr Gebot abgeben. Die Fahrräder werden so gekauft, wie gesehen, wir übernehmen keine Garantie. Und fangen an, es ist ein Vinora-Fahrrad, sehe ich da gerade. Ja gut, die Reifen sind ein bisschen platt. Ein bisschen gebraucht ist es auch schon. Zur Preisfindung würde ich mal sagen, Bremsen. Ja, die geht auf alle Fälle. Fangen wir mit 15 Euro an. Noch 10 Euro? Ja, wunderbar, 10 Euro. Noch jemand? 10 Euro. Es ist ein Stück, das müssen wir noch ein bisschen aufbearbeiten. Okay, 10 Euro zum Ersten, 11 Euro da hinten, 11 Euro, 11 Euro zum Ersten, 12 Euro, 12 Euro, wer bietet mehr? 12 Euro zum Ersten, 12 Euro, 13 Euro, 13 Euro, 13 Euro zum Ersten, 13 Euro zum Zweiten. Jetzt machen wir einen aktuellen Preissprung, 5 Euro. Keiner für 5 Euro? 5 Euro, 5 Euro zum Ersten, noch jemand ein Gebot, 5 Euro zum Zweiten und 5 Euro zum Dritten an den Herrn mit der grünen Hose. Mit Helm, allein der Helm 10 Euro. Genau, aber dafür ist da, das ist Mädchenhelm, da hast du recht, ne? Genau, und dann noch eine kleine Strickmütze noch dazu. Korb, werde das Ganze auf. Fangen wir bei 10 Euro, 38 Euro zum Dritten. Eins. Also, wer erwartet sich? In Gedenken an Bob Marley, allein der Sattel, also bitteschön, ne? Ne, 5 Euro. 5 Euro, der Herr? Nee, guckt schon weg. Guckt schon weg, also 5 Euro. 4? 4 Euro? Auch niemand. Alle guten Dinge sind 3. 3 Euro, auch nicht. 2 Euro, also Leute, 2 Euro. Genau 100 Fundfahrräder von verschiedenen Marken und mit verschiedenen Ausstattungen fanden neue Besitzer. So, wen habe ich denn bitte jetzt vor der Kamera? Also, mein Name ist Rehberger Andreas und ich bin Abfallberater der Stadt Schweinfurt und hatte heute die Ehre, die Fundfahrräderversteigerung am Servicebetrieb Bau und Stadtgrün zu machen. Das machen wir jedes Jahr. Ähnlich wie der Zeit. Um diese Zeit steht auch immer im Müllkalender. Wir propagieren das auch ein bisschen. Das sind alles Fundfahrräder, die in der Stadt Schweinfurt gefunden worden sind, keinen Besitzer mehr haben, von der Polizei an uns abgegeben worden und halt leider auch nicht mehr abgeholt worden sind. Wie sind Sie denn jetzt mit der Resonanz von den, ja, von den Kunden, die jetzt hier waren, so zufrieden, sage ich mal? Also ich habe noch nicht so viel Vergleichswerte. Es war heute das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Aber dafür finde ich, es waren genügend Leute da. Das Interesse war groß und wir sind super zügig durchbekommen. Die Leute waren nett. Es hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass man auch ganz gute Preise erzielen kann. Wenn man da bei der Versteigerung mitmachen möchte, ja, muss man sich da vorher anmelden? Nein, Sie müssen sich nicht anmelden. Also wie gesagt, wir propagieren das auch in der Zeitung oder über das Radio. Über die Pressemeldungen ganz einfach. Sie kommen einfach vorbei, schauen sich um 13 Uhr, auch die Uhrzeiten sind immer das gleiche, um 13 Uhr die Fahrräder an, finden Sie eines, was Ihnen gefällt, bleiben Sie bis 14 Uhr, steigern Sie mit und wenn Sie Glück haben, kriegen Sie dann ein Schnäppchen. Also sind viele Schnäppchen dabei. Mhm. Wie ist mir dann als Käufer so abgesichert, wenn man hier jetzt ein Fahrrad ersteigert, wenn das jetzt wiedererkannt wird so von einem oder... Ja gut, Sie bekommen ja von uns eine Quittung, ich hatte es auch am Anfang gesagt, diese Quittung bitte aufheben, das ist natürlich die Quittung, dass Sie das Fahrrad über uns erworben haben.
Okay, dann bedanke ich mich schon. Ja, vielen Dank, und, gerne. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute Abend nicht heißer sind. Das werde ich mit Sicherheit sein, ne? Aber dafür schmeckt das Feierabendbier dann auch ganz gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, ja, Prost. Ja, danke schön.